Meiler und ich möchte dir heute wieder drei Übungen zeigen, mit denen du dich mit deinem Sensorboard schön warm machen kannst. Die erste Übung. Vor das Sensorboard stellen, kleinen Abstand halten, dass man nicht aus Versehen drauf springt. Dann die Hände vor dem Bauchnabel, versuchen schön gerade im Rücken zu bleiben. Und dann versuchst du mit den Knien in die Hände zu kicken. Das natürlich ein bisschen schneller. Versuchen immer schön gerade nach vorne zu gucken, gerade schön gerade dabei im Rücken einfach bleiben. Das ist der erste Teil der Übung. Der zweite ist, dass einfach in die Mitte des Sensorboards steigt, erst mit dem rechten, 5 bis 10 Sekunden halten und dann wieder zurück. Ich zeige dir mal die komplette Übung. Erst 10 Wiederholungen hier, schön gerade Rücken nach vorne gucken. Dann hier drauf. Balance halten, auch dabei nach vorne gucken. 5 bis 10 Sekunden halten. Zurück. Nochmal 10 Mal Knie in die Hände. Dann das linke Bein mittig auf das Sensorboard. Hoch. 5 bis 10 Sekunden halten. Und wieder runter. Das war meine erste Übung. Die zweite Übung ist ein bisschen anders. Und zwar benutzen wir das Sensorboard im Endeffekt nur, um rüber zu springen. Es wird keine komplette Gewichtsverlagerung auf das Sensorboard geben, sondern springen und einfach so einen Tipp auf das Sensorboard und zurück. Schön tief dabei in den Knien bleiben. Und natürlich Konzentration, dass man wirklich aus dem Daneben springt. So, meine dritte Übung, die ist wieder ähnlich zu der ersten Übung. Nur dieses Mal sind die Hände hinten, also im Endeffekt ein bisschen die Schultern öffnen. Auch wieder versuchen, gerade im Rücken zu bleiben und nach vorne zu gucken. Und dieses Mal die Hacken in die Handflächen versuchen zu kicken. Auch wieder erstmal langsam anfangen, um einfach ein bisschen reinzukommen und dann schneller werden. Auch hier wieder 10 Wiederholungen und wieder aufs Sensorboard. Dieses Mal den Fuß nach vorne und hier 5 bis 10 Sekunden halten, wieder zurück und wiederholen. 10-mal die Fersen in die Hände. Schön schneller werden. Gerade Rücken dabei. Nach vorne gucken. Und dann den anderen Fuß auf das Sensorboard. Und wenn es geht, vorne den Fuß gerade strecken. 5 bis 10 Sekunden so halten. Und dann wiederholen. Ja, ich hoffe, dass du ein bisschen aus der Puste bist jetzt, nach diesen 3 Warm-Up-Übungen. Ich bin es auf jeden Fall. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du bist nächstes Mal auch wieder dabei.